Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends News Update. Ein fettes Update ist nicht mehr weit von uns entfernt. Und zwar soll es schon Mitte der Season kommen, quasi zum Split 2 von Apex Legends Season 8. Und warum geht man davon aus, dass es so ein mega Update wird? Respawn hat sich zu Wort gemeldet und zwar soll der Patch einfach mal, oder die Patch-Notes, sagen wir es mal so, wir bekommen ja jedes Mal, wenn ein neues Event ist oder irgendwelche Änderungen, neue Season und so weiter, gibt es eine Seite, da stehen lauter Patch-Notes, die ganzen Änderungen in Textform. Und die Änderungen zu Season 8, inklusive Legende, inklusive neue Waffe und so weiter, beinhaltete 1500 Wörter. Und jetzt haltet euch fest, der Patch 8.1, der in Split 2 kommen soll, der beinhaltet 3000 Wörter. Doppelt so viel. Ob das jetzt unbedingt heißt, dass es auch doppelt so viele Änderungen sind, das sei erstmal dahingestellt. Aber erinnert euch vielleicht zurück in Season 8, die Patch Notes, die ich euch vorgetragen habe, sind von der Masse her an Änderungen tatsächlich nicht so viel, wie ich ursprünglich erwartet hätte. Es hat sich zwar einiges geändert, aber wir können davon ausgehen, dass der Patch 8.1 richtig reinhaut und eine Menge ändert. Es könnte sein, dass einige Sachen, die da kommen, vielleicht für Season 9 geplant sind. Ich gehe aber eher davon aus, dass einige Sachen, die hier versteckt sind, eigentlich in Season 8 zum Start schon kommen sollten. Erinnert euch, kurz vor Season 8 habe ich darüber gesprochen. Ein Watson Rework fehlt noch. Der Revenant sollte einen Buff bekommen und so weiter und so fort. Ob das jetzt alles kommt, steht noch nicht fest, was da alles kommt. Ich sage euch auf jeden Fall mal meine Favorites an Erwartungen, wo ich mir relativ sicher bin, dass die kommen werden. Eins ist definitiv sicher, das wurde schon bestätigt, es wird ein Mastiff Nerf kommen. Und da haben viele schon gesagt, ja, die Mastiff ist einfach zu heftig für Leute, die damit umgehen können. Kann die ein ganz schönes Biest sein. Ich gehe mal noch drauf ein, was ich denke, was alles kommen wird. Moment, vorher noch ein anderes Ding. Und da bin ich mal auf Kommentare von euch gespannt. Ich habe nämlich in dieser Zeitspanne nicht selber online gespielt. Und zwar waren gestern, was haben wir heute, den 26. um 19 Uhr, wo ich das Video mache, oder um fast 20 Uhr sogar. Gestern am 25. gab es Serverarbeiten. Da war es wohl so, dass wir in Apex, glaube ich, für mehrere Stunden, 1, 2, 3 Stunden ungefähr müssen es gewesen sein, konnten wir wohl nur die Legenden spielen, die wir standardmäßig anfangs zur Verfügung haben. Das heißt, alle Legenden, die wir nur durch legendäre Token oder einfach mit Coins kaufen können, waren nicht verfügbar und auch bestimmte Skills. Gebt mir mal ein Feedback, ob das wirklich so war, und vor allen Dingen gebt mir mal ein Feedback, hat sich bei euch irgendwas verändert? Ich habe aktuell, Stand jetzt, über 24 Stunden später oder fast anderthalb Tage nach den Server arbeiten, nichts feststellen können. Es gab keinen Patch, das möchte ich gleich dazu sagen, aber es wurde lediglich an den Servern gearbeitet. Gebt mir mal ein Feedback, falls ihr online wart, habt ihr irgendwelche Unterschiede festgestellt, ist irgendwas stabiler, läuft irgendwas besser und so weiter und so fort. Ich habe zwar gestern gestreamt, ich habe jetzt nicht wirklich viel feststellen können, aber mich würde eure Meinung mal interessieren, ob ihr da irgendwas mitbekommen habt oder ob es tatsächlich so war. Waren Legenden deaktiviert, Skins und so weiter und so fort. So, und jetzt fangen wir mal an. Ich gehe auf jeden Fall fest davon aus, bei 3000 Wörtern freue ich mich A auf den Patch. Ich freue mich, eine Menge wieder erzählen zu können, weil ich mir sicher bin, dass sich wirklich eine Menge ändern wird. Wir hatten schon mal so einen ähnlichen Split oder so ein ähnliches Split-Update. Ich glaube in Season 5, hundertprozentig sicher bin ich es nicht, bin ich mir nicht, aber da kamen einige neue Sachen dazu, wie zum Beispiel der Doppelsprung von Octane. Da kamen so viele neue Änderungen dazu, das war wirklich so ein mega XXL-Update. Ich gehe mal da fest davon aus, dass Wraith endlich ihren Buff bekommt. Erinnert euch, sie hat ja in Season 8 einen Hitbox Nerf bekommen und es hieß ursprünglich, dass sie einen Nerf bekommt auf die Hitbox. Zeitgleich sollte sie aber auch einen Buff auf ihre taktische Fähigkeit bekommen, was nicht passiert ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass das in Split 2 passieren soll. Übrigens, Split 2 ist Mitte März. Wer das nicht weiß, das Makeover von Watson sollte auch zum Start von Season 8 kommen. Gehe ich auch felsenfest davon aus, dass dies in diesen Split kommt. Dann haben wir einen Revenant-Buff. Mittlerweile weiß ich auch, wie der eventuell noch sein soll. Eigentlich sollte die Hitbox ein bisschen verkleinert werden. Also das ist eine Möglichkeit. Und die Rede von einem Infinite-Climb
ist die Rede. Da bin ich mal gespannt. Also er kann unendlich hoch klettern. Das würde ich echt mega krass finden. Das wäre auf jeden Fall interessant, weil tatsächlich wird Revenant nur noch sehr, sehr selten gespielt. Und übrigens, einfach mal ein Fun-Fact nebenbei. Bevor Wraith genervt wurde mit der Hitbox, war sie in der Number One Pick Rate. Und seit dem Nerf mit der Hitbox ist sie nur noch auf Platz 4. Finde ich sehr interessant. Also tatsächlich ist Wraith als Gegner nicht mehr so oft zu sehen. Finde ich sehr, sehr faszinierend. Aber man muss auch sagen, die meisten, meine Meinung persönlich, haben Wraith tatsächlich nur wegen ihrer Hitbox gespielt. Es haben immer viele gesagt, die hat ein besonderes tolles Movement. Ist für mich totaler Quatsch. Es gibt andere Legenden, die sind genauso schnell und haben ein tolles Movement. Für mich ist es die Hitbox gewesen, die einfach ausgenutzt wurde. Persönliche Meinung. Wie gesagt, wenn es jemand anders sieht, ist nicht böse von mir gemeint. Dann soll Caustic einen Nerf bekommen. Es geht um seine Ulti. Wie genau der Nerf aussehen soll, ich habe absolut keine Ahnung. Respawn überlegt schon eine Weile, da wieder einen kleinen Nerf rauszuhauen. Sie wollen ihn aber nicht so nerfen, dass er gleich wieder useless wird, weil die haben so die ein oder anderen Ideen, haben aber Angst, dass gewisse Buffs oder Nerfs eine Legende sofort zu overpowered oder eben zu schlecht machen könnte, sodass die Pickrate auf einmal völlig nach oben oder völlig in den Keller gehen könnte, was man natürlich verstehen kann. Loba Buff ist ebenfalls in Erwartung. Hier könnte es natürlich sein, dass es vielleicht erst in Season 9 kommt, aber bei einem XXL-Patch, der uns versprochen wird, gehe ich mal davon aus, dass auch das kommen könnte, und zwar die taktische Fähigkeit. Es soll tatsächlich umgesetzt werden. Meiner Information nach, hundertprozentig ist es natürlich nicht. Müssen wir noch abwarten. Es wird kommen, ob das jetzt im Split passiert, werden wir sehen, dass wir in der Animation, wenn sie dieses Teleportations-Armreif-Gedöns wirft, dass wir uns ganz normal schnell bewegen können. Das wäre eine ultra feine Sache. Ob wir dabei eine Waffe benutzen können, das wäre mal noch interessant. Aber es wäre schon sehr, sehr effektiv für die Loba-Pickrate, wenn sie sich alleine in diesem Teleport schon schneller bewegen könnte. Würde ich mega geil finden. Wäre für mich auf jeden Fall ein Grund, auch Loba öfter zu spielen, weil das ist einfach ein Punkt, der mir mega auf den Sack geht, dass sie so mega langsam unterwegs ist, nur weil dieser Armreif durch die Luft fliegt. Was ist daran besonders? Der fliegt nur. Warum muss ich jetzt langsam laufen? Macht für mich erstmal keinen Sinn. Dann könnte es sein. Das ist jetzt aber nur eine Vermutung von mir. Ich gehe davon aus, dass in Season 9 erst kommen wird. Aber die Peacekeeper als Floorwaffe soll spätestens, also sie soll in Season 9 als Floorwaffe wiederkommen, habe ich so gelesen. Vielleicht wird das ja eine Überraschung im Split, könnte natürlich sein, aber ich glaube, das ist eine zu große Änderung, dass wenn man jetzt die Care-Package-Waffen ändert, also gehe ich davon aus, dass es in Season 9 passiert. Die No-Fill-Option soll schon im Split 2 kommen, in diesem Update. Wer nicht weiß, was das meint, es ist nicht der Solo-Modus, soll aber jeden, der keinen Bock auf Randoms hat, die Möglichkeit geben, diese Option zu aktivieren. Und kann so sagen, pass auf, ich will nicht im Dreier-Squad zocken, oder im Duos könntest du genauso sagen, ich will jetzt das Squad nicht auffüllen, weil ich gerade keine Stammteammates habe, und so startest du die Runde komplett alleine und es wird nicht automatisch mit Randoms gefüllt. Du kannst natürlich auch ein Dreier-Squad starten mit einem Kollegen, dann seid ihr zu zweit, aktiviert die No-Fill-Option und startet dann eben zu zweit und nicht mit einem dritten Random. Auch eine feine Sache. Ob das jetzt unbedingt sein muss, ist erstmal dahingestellt. Ich würde dann so Solo-Modus eher feiern als diese Option. Aber muss jeder selber wissen. Meine Meinung kennen die meisten von euch, dass ich einen Solo-Modus einfach feiern würde. Was gibt's noch? Auch nur eine Vermutung von mir, auch wenn ich denke, dass das später kommt. Pathfinder soll ja eigentlich noch eine neue passive Fähigkeit kriegen, weil wir wissen ja, dass es mittlerweile noch zwei andere Legenden gibt, die diesen Mast scannen können, um die nächste Zone anzuzeigen. Und dem Pathfinder ist das ja jetzt nicht mal alleine vorbehalten. Das Einzige, was er dazu bekommen hat, wenn er den Mast scannt, dass er pro gescannten Mast 10% auf seine Cooldown-Zeit mit seiner Ulti bekommt, was jetzt nichts Besonderes ist. Deswegen geht man stark davon aus, dass man ihm noch eine neue passive Fähigkeit hinschmeißt, damit er ein bisschen effektiver ist. Da bin ich mal gespannt. Dann sollte eigentlich auch ein Horizon-Nerf kommen. Kam ja in Season 8, da wurde einfach nur die Cooldown-Zeit der taktischen Fähigkeit
um 5 oder 4 Sekunden waren es, glaube ich, nur angehoben. Es hieß aber eigentlich, dass das Movement, wenn wir ganz oben in diesem Gravity Lift sind und uns heilen, können wir nach links und rechts driven. Eigentlich sollte die Bewegungsgeschwindigkeit verringert werden, sodass wir einfacher oben zu treffen sind. Das ist auch nicht geschehen. Wir erinnern uns zum Patch von Season 8. Es sind wirklich extrem wenig Patch-Notes gewesen, wie ich fand. Ja, das war's schon wieder. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Knallt die Kommentarsektion voll. Ich würde mich freuen, wenn ihr die extrem vollballert und eure Meinung kundtut, was ihr von den eventuellen Änderungen haltet. Wie gesagt, alles das, was ich jetzt gesagt habe, muss nicht gleich sofort in diesem Patch sein. Einiges davon kommt vielleicht erst in Season 9. Wie gesagt, ich habe vor Season 8 über viele Änderungen geredet, die eigentlich zum Start von Season 8 kommen sollten und dann tatsächlich nicht kamen. Also sollte man da nicht so enttäuscht sein, wenn es dann doch nicht passiert. Aber ich bin felsenfester Überzeugung, bei 3000 Wörtern doppelt so viel wie zum Patch von Season 8, das ist schon eine fette Nummer. Und da könnte es natürlich auch sein, dass mehr Änderungen kommen, als uns vielleicht bekannt oder bewusst sind. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Daumen da lassen würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Ein Abo da lassen, wenn ihr rund um Apex Legends nichts mehr verpassen wollt. Und dann würde ich sagen, schönes Wochenende, bleibt gesund. Und wer Bock hat, am Sonntag gibt es den nächsten Livestream auf Twitch. Das war's jetzt von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.